Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir schauen heute in den S&P 500, den spanischen Aktienindex und das Währungspaar Euro-Hongkong-Dollar. Heute eine kleine Verspätung aufgrund technischer Gründe. Ich hoffe, das Webinar kann gut und sauber durchlaufen hier an dieser Stelle. Meine Bitte auch alle, die hier live zuschauen und möglicherweise die ein oder andere Frage haben, bitte nicht scheu sein, direkt rein in die Chats an dieser Stelle in GoToWebinar oder auch auf Facebook. Und da kann ich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschchart hier an dieser Stelle mit erklären. Ludger, Elena, Olaf, einen wunderschönen guten Morgen. Bevor wir mit den Fachthemen hier im Webinar anfangen, bitte ich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, den Risikohinweis hier zur Kenntnis zu nehmen. In Gänze, Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Was gab es von der Nachrichtenseite heute Nacht? Wir haben bekommen aus China die Industrieproduktion, die lag ganz, ganz leicht unter den Erwartungen. Wir hatten hier eine Prognose von 5,5, das waren 5,3, habe ich in den letzten Zahlen hier gelesen. Was wartet heute noch auf uns? Auf alle Fälle wieder das Thema Brexit, nachdem es da gestern ja, die nächste Ablehnung gab. Ich glaube, das war zum ungeordneten Brexit. Mal schauen, was wir nun von Seiten der Briten alles so erwarten dürfen. Theo, einen schönen guten Morgen. Was gibt es heute noch an geplanten Nachrichten? Wir bekommen um 15 Uhr aus den USA das Thema Verkäufe neuer Häuser. Hier sehen wir es auch auf der Uhr 19 Uhr irgendwo in dem Drehraum aus Großbritannien. Die nächste Abstimmung. Heute Morgen gab es dann noch den Verbraucherpreisindex von Deutschland. Das liefere ich sofort mal noch nach. Aufgrund der technischen Sachen, die ich hier gerade zu tun hatte, bin ich da überworfen worden. Ich sage Ihnen sofort, wie das Ganze hier bei uns ausgefallen ist, wie die Verbraucherpreise sich entwickelt haben. Wir hatten ja eine Zahl, was hatten wir stehen, eine Zuwachserwartung von 0,5%. Es lag leicht drunter. Verbraucherpreisindex ist um 0,4% zu gewachsen. Dann gab es ja gestern auch Nachrichten zum Öl. Der Ölpreis ist gestern etwas angestiegen. Wir haben gesehen, dass die Rohöllagerbestände in den USA deutlich mehr abgenommen haben, als das gebilligt wurde. Heute gibt es um 12 Uhr noch den Monatsbericht der OPEC. Wir bekommen um 13.30 Uhr aus den USA die Exportpreise und die Importpreise, hier die entsprechenden Indizes dazu und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das also hier die aktuellen Nachrichten auf den wichtigsten weltweiten Märkten. Und damit gehen wir direkt rein in die Charts, würde ich sagen. Und zwar starten wir hier mit dem MetaTrader 4 und dem StereoTrader Add-on im Hongkong-Dollar in Zusammenarbeit mit Euro. Also das Währungspaar hier Euro-Hongkong-Dollar. Wir sehen hier einen laufenden Abwärtstrend. Unten drinnen sehen Sie eine ziemlich dicke, dicke Linie. Dies ist ein Langzeitwiderstand bzw. eine Langzeitunterstützung. Kommt darauf an, von wo man kommt. Momentan kommen wir von oben her, also eine Unterstützung. Gucken wir uns das Ganze mal eben hier im Wochenchart an, beziehungsweise wenn wir in den Monatschart schauen, dann sehen wir, hier gab es immer wieder Drehpunkte drum von unten. Jetzt kommen wir halt von oben. Da ist das Ganze eine Unterstützung, aber nichtsdestotrotz, es hat eine gewisse Marktrelevanz. Da befinden wir uns gerade und da gibt es ja immer etwas hin und her. Und wenn wir uns das Ganze aktuell mal anschauen, dann haben wir hier diesen laufenden Abwärtstrend nach unten, der in Richtung des großen Gesamtbildes auch läuft. Der hat hier unten im Tief vom November letzten Jahres, hat er leicht unterschritten das Ganze, das heißt auch fortgesetzt das größere Bild und hat dann ja eine ordentliche Korrektur begonnen. Wir sehen die Korrektur hier ansteigend innerhalb dieses flachen Trendkanals. Das ist eine bärische Flagge, die wir hier sehen. Diese kann sich selbstredend noch deutlich weiter fortführen. Wir haben hier oben ja entsprechend noch ein Tageshoch liegen bei 8,90086 genau gepunktet. Etwas weiter drüber gibt es das nächste Tageshoch bei 8,93200. Und dann haben wir hier oben schon das Korrekturhoch dieses aktuellen Abwärtstrends liegen. Bis dahin kann sich das Ganze ohne weiteres noch ausstrecken. Bis dahin kann der Stundentrend schön weiter nach oben laufen, der uns die Korrektur ja schön anzeigt. Aber dann kommt es irgendwann dazu, wenn dieses bärische Bild wieder in Kraft tritt, dass
hier der Trend nach unten verlassen wird. Das heißt, der Markt bricht aus diesem Korrekturmuster aus und dann wird es allerhöchste Zeit, weil das ist dann der Punkt, wo gegeben wird, jetzt laufen wir wieder in Richtung des übergeordneten Trends und dann haben wir die Wahrscheinlichkeit eher wieder auf unserer Seite, dass wir hier in Richtung des Abwärtstrends laufen. Aktuell, aus aktueller Sicht, wenn jetzt schon der Abprall nach unten kommen würde, hätten wir entsprechend die Tagestiefs hier unten liegen. Das sind auch Swinglows im Stundentrend. Da können wir uns das Ganze mal eben noch anschauen. Haben wir hier liegen um die 8,85223 beziehungsweise dann hier unten das nächste bei 8,82152 gefolgt von der 8,80857 und dann haben wir selbstredend hier unten natürlich das Trendtief um die Marke von 8,77270 und ich hatte es ja gesagt, wir schauen uns das Ganze mal in der Stunde noch an, weil wir in der Stunde schön diesen nach oben laufenden Markt sehen können. Wir sehen hier die Schwünge am Anfang nicht ganz sauber, leicht unterschritten, aber jetzt schwingt das Ganze auch schön mit nach oben. Wir sehen das Ganze fein am Laufen. Wir sehen den wirklich engen Kanal. Und wenn hier der Abwärtstrend sich fortsetzt, dann haben wir den ganzen Lauf in die Tagescharts hinein oder in den Tageschart hinein. Und das wäre dann das Signal für den Bruch, für den Ausbruch aus der bärischen Flagge. Das Ganze soweit im Euro, Hongkong, Dollar. Und damit gehen wir in die Indizes rüber. Und da starten wir, würde ich sagen, mit dem spanischen Index hier. Da ist er, der IBEX 35, genau genannt. Und hier haben wir eine recht interessante Situation. Wir hatten diesen Index schon vor ein paar Tagen auf der Uhr, als wir uns hier mit diesem Bewegungstrend beschäftigt hatten, der es dann tatsächlich geschafft hat, zum einen dazu zu führen, dass hier dieser grün markierte Aufwärtstrend entsteht und zum anderen hat er es geschafft, hier dieses Hoch um die 9.250 Punkte rauszunehmen. Und jetzt ist er halt in seiner Korrektur. Das heißt, dieser Aufwärtstrend befindet sich in korrektiver Phase. Wir haben hier unten eine Marke um die 9.100 Punkte. Das gilt so ein bisschen als Support. Warum Support? Hier drüben haben wir den Bewegungstrend, hier hat der Bewegungstrend den Korrekturtrend rausgenommen. Das sind Level, die werden immer mal angetestet. Und wenn die Märkte wieder positiv gestimmt sind, kann es dazu nur Umkehr kommen. Ansonsten, wenn das Ganze bricht, muss man sich selbstverständlich damit beschäftigen, dass die Korrektur noch tiefer laufen kann. Und das ist das, was wir momentan sehen. Wir haben das in der letzten Woche schon feststellen können. Wir sind hier unten um die Marke von 9.100 Punkten immer wieder auf Support gestoßen. Das heißt, der Markt wollte hier nicht wirklich richtig tiefer gehen. An dieser Stelle haben wir gestern dann ein deutliches Umkehrsignal gesehen, was auch nicht gleich wieder abverkauft worden ist. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Läuft der Markt hier nach oben, dann haben wir die Chance wieder in Richtung dieses aktuellen Trendhochs bei 9.360 Punkten raufzulaufen. Dazu müssen wir natürlich erstmal hier über das Hoch dieses Tages, dieser Tageskerze bei 9.221 Punkten und das Ganze kann dann schön in Fortführung kommen auf die 9.360 Punkte, beziehungsweise darüber hinaus, wenn dann ein Flow wirklich schön nach vorne auch da ist, hier Richtung dieser Marke von 9.680 Punkten. Nach unten hin hatte ich es im Blog auch schon geschrieben, wenn wir hier nach unten laufen, das was wir hier sehen jetzt ist ja noch Korrektur, wenn wir dann allerdings jetzt hier keine Kraft finden, weiter nach oben zu laufen und wir unter diese Marke drunter laufen von 9.100 Punkten, das wäre dann die Dynamik nach unten und das wäre dann der Fall, dass wir hier entsprechend tiefer in die Korrektur reingehen, dann hätte sich untergeordnet wieder ein Abwärtstrend gebildet. Das wäre dann das Szenario auf die Unterseite. Soweit ist es momentan aber noch nicht. Momentan schaut das Ganze relativ gut aus. Der Markt wollte die letzten Tage nicht runter. Wenn wieder positive Dynamik reinkommt, dann haben wir hier alle Chancen, nach oben hin den Weg zu gehen. Mit Blick nach unten muss man dann sehen, wo liegen der nächste Anlaufpunkte hier. Da haben wir das Korrekturtief hier aus diesem Bewegungstrend. Das letzte oder das nächste wäre dann hier bei 8.914 und dann selbstredend im Sinne dieses Trends haben wir hier den Hauptsupport um die 8.824 Punkte Marke, das Ganze gelegen am aktuellen Trendtief. Und damit rüber in die USA, wir blicken in den S&P 500, da ist gestern etwas sehr, sehr Schönes passiert. Wir haben ja im S&P 500 dieses Widerstandslevel um die Marke von 2.800 Punkten, haben wir hier oben drin liegen.
bitte hier nicht auf den letzten Punkt festnageln. Es ist ein Ungefährbereich. Ja, das ist hier immer wieder auch zu sehen. Es ist die Marke von 2800 Punkten, wo wir hier immer mal drüber gegangen sind in der Vergangenheit im letzten Jahr und dann deutlich nach unten auch abgeprallt sind. Und jetzt stehen wir halt wieder in diesem Level drinnen und da muss jetzt eine Entscheidung irgendwann kommen, ob wir direkt drüber laufen, das wäre dann ein sehr starkes bullisches Zeichen, oder ob wir erst einmal umkehren. Feststeht aber, und das ist ja das wirklich Schöne, dieser laufende Aufwärtstrend hier hat aus seiner tiefen Korrektur hier ein Umkehrsignal geliefert und das ist schön bestätigt und nach oben angenommen worden. Und das zeigt mal wieder, wie gut das momentan auch funktioniert, aus tiefen Korrekturen heraus bis zum letzten Trendhoch ran zu traden. Darüber hinaus weiß man nicht genau, was kommt. Das ist doch aber interessant, weil man kann genügend mitnehmen. Und als aktiver Trader sind das wirklich sehr, sehr schöne Punkte. Jetzt kommt es drauf an. Wir stehen hier oben am aktuellen Trendhoch. Das sind wir gestern leicht drüber gelaufen. Das aktuelle Trendhoch stand hier bei 2819 Punkten. Das Tageshoch gestern lag, wie schon gesagt, leicht drüber bei der Marke von 2821 Punkten. Jetzt dreht der Markt so ein bisschen wieder runter. Aber das ist noch nichts Schlimmes. Wann wird es, ich will jetzt nicht sagen schlimm, aber wann setzt hier ein Rebound ein? Natürlich, wenn wir runtertrenden. Da sehen wir hier nach unten hin erst einmal die beiden Tagestiefs hier, das von gestern und das von vorgestern, um die Marke von 2780 Punkten. Der Markt kann hier natürlich noch deutlich tiefer korrigieren. Nächstes Tagestief haben wir dann bei 2737, bevor wir dann am aktuellen Low der Korrektur hier angekommen sind, bei 2722 Punkten. Brechen wir nach oben drüber, dann ist der Weg erst einmal relativ frei bis ans Allzeithoch bei 2940 Punkten. Und auch hier wieder der Blick in den Stundenchart hinein. Oliver Müller, einen schönen guten Morgen. Und im Stundenchart sehen wir hier einen wirklich schönen, gesund laufenden Aufwärtstrend, der momentan auf relativ hohem Niveau korrigiert. Der letzte Schub, der kam halt schön dynamisch. Er kann auch tief korrigieren. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir heute einen kompletten Abverkaufstag sehen. Man muss halt schauen, was passiert hier unten. Hier haben wir sozusagen eine Unterstützung um die 2780 Punkte Marke, da kann der Markt runter korrigieren und dann könnte man aus der tiefen Korrektur möglicherweise, wenn es dann wieder rumdreht, nach oben kaufen oder aber der Markt bleibt gleich hier oben und läuft weiter hoch. Das wäre dann das Szenario, dass wir uns wirklich erstmal direkt über der Marke von 2800 Punkten hier auch stabilisieren und etablieren können. Das als Idee für den Blick in den S&P 500 rein. Das zum heutigen Webinar. Ich gucke gleich nochmal rein, ob wir hier noch die Fragen zu dem ein oder anderen Chart sehen. Ja, Andreas, wir müssen oben deutlich drüber über diese Marke hier. Da kommt es nicht auf den ein oder anderen Zähler an, zumindest aus meinen Augen nicht, sondern es kommt wirklich darauf an, dass wir uns drüber stabilisieren und dass sich wirklich hier oben drüber weitere Käufer finden, die den Markt nach oben treiben. Da kommt es nicht auf den einzelnen Zähler dran, aus meiner Erfahrung, sondern wirklich die Käufergruppe muss da sein, weil nur weil wir mal drüber hüpfen, muss das nicht heißen, dass sich Anschlusskäufer finden. Und zum Thema Anschlusskäufer sprechen wir morgen im edukativen Part des Webinars auch drüber. Wir hatten ja vor kurzem ein Webinar zum Thema des Daytradings. Da habe ich ja vorgestellt, was für Daytrader wichtige Sachen sind, was dort so funktioniert. Und morgen im edukativen Part sprechen wir einmal über eine Strategie. Und zwar gibt es ja in den Trading-Stilen im Intraday-Trading immer wieder Ausbrüche über gewisse Marken. Die kann man natürlich handeln. Und wir sprechen morgen einmal drüber, was passiert, wenn wir einen Fehlausbruch bekommen, wie man das im Intraday-Handel erfolgreich umsetzen kann. Das Ganze mit Blick in den DAX oder auf den DAX. Also, das Ganze morgen ab 8.30 Uhr wieder. Vorher gibt es den Blog-Eintrag und allen an dieser Stelle einen schönen, erfolgreichen Handelstag. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.